Eventuell hatte ich vor, so ein PC-Video mal wieder zu machen, ein bisschen alles zu zeigen und sowas. Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute zocken wir mal wieder etwas auf dem Gomma-Deponet Server, der momentan irgendwie nicht ganz normal ist. Warum? Ich habe keine Erklärung dafür, wirklich. Ich habe gar keinen Plan, warum das so ist. Und ja, wir sehen schon, das Symbol ist umgekehrt und komisch, was hat das Ganze hier zu bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Also, was haben wir noch so? Wir haben eine... Lol. Dreht sich mein Kopf oder was ist hier los? Die Lobby ist auf dem Kopf. Hä? Aber Leute, nicht mit mir, denn wir werden das Ganze natürlich umgehen. So, Leute, ist das nicht wieder normal? Guck mal, ist doch wieder alles normal, also ganz im Ernst. Wer sich beschwert hat, dass das irgendwie ein bisschen komisch aussieht, der sollte auf jeden Fall nochmal die Augen putzen. Ja, also ich sehe hier nichts, wo ich sagen könnte, okay, das sieht jetzt ein bisschen außergewöhnlich aus. Wir können ja jetzt nochmal den Shader anmachen. Moment, wir nehmen einfach jetzt mal den hier. So, und. Also Leute, besser geht's doch gar nicht, oder? Hä? Nein? Sieht toll aus, oder? Sieht toll aus, ne? Ja, ich weiß. Finde ich auch. Sieht klasse aus. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rüber. Und zwar werden wir eine Runde Skywars spielen. Hier sehen wir auch schon, es sieht doch alles auch ganz normal aus. Nichts ist auf dem Kopf, abgesehen von den Fackeln und den Schildern. Wir switchen mal ganz kurz zurück ins Studio. So, wo haben wir's? Wo haben wir's? Da haben wir's, okay. Und jetzt sieht alles komisch aus. Es dreht sich einfach alles im Kopf. Okay, wir gehen auf die Map Pines. Und ja, Leute, das Ganze hier ist natürlich ein kleiner April-Scherz von dem Gomme-Server. Wenn man jetzt hier zocken will, also wenn man eine Runde reingeht, ist auch wieder alles ganz normal. Da muss man sich... Oh, ich habe das dümmste Kit ausgewählt, was ich hätte auswählen können. Ist aber egal. Ja, wenn man jetzt in der Runde drinne ist, dann ist auch wieder alles ganz normal. Also braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, wenn ihr jetzt irgendwie gezockt habt und euch gewundert habt, was ist denn jetzt da los? Wenn ihr in die Runde reingeht, ist wieder alles normal. Also das ist jetzt nichts Schlimmes. Ja, aber es ist halt schon irgendwie lustig, so wenn man nochmal so sieht, Lobby verkehrt herum. Ist auf jeden Fall eine lustige Idee. Und ich wollte sogar vielleicht nochmal ein paar kleine Worte sagen zum heutigen Video, was rauskam. Und zwar das Video PC kaputt. Und zwar gab es da wirklich ein paar Leute, die geschrieben haben, it's a prank, man, it's a prank. Aber nein, Leute, es ist kein Prank. Meine Grafikkarte ist wirklich kaputt gegangen. Es wäre mir lieber gewesen, wenn es ein Prank gewesen wäre. Aber Leute, da muss ich mich enttäuschen, da muss ich euch enttäuschen. Es war wirklich kein Prank. Also dürft ihr euch jetzt keine falschen Hoffnungen machen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Und warum? Ich bin schneller als du. Oh, der macht nicht mehr mit. Okay, dann werde ich jetzt aber hier so drauf zu kommen. Und okay, es war ganz gut. Und jetzt nochmal hier Lava. Nein! Oh, shit. Was machen wir jetzt? Nein! So Leute, wir wechseln jetzt mal zu ein paar Runden Quick Survival Games und jetzt, wir schaffen es nicht mehr, die Maps zu wechseln. Ist aber auch nicht so schlimm. Jedenfalls Leute, was ich nochmal ansprechen wollte, ist eine andere Sache. Und zwar, seitdem ich jetzt den PC gewechselt habe, ist jetzt ein falscher Begriff, aber als ich halt die neue Grafikkarte gekauft habe, habe ich halt auch direkt einen neuen Tower gekauft, weil mein alter Tower war eigentlich gar nicht für solche Grafikkarten ausgerichtet, also der Tower war eigentlich generell zu klein und seitdem ist es so, ich weiß nicht woran es liegt und da wäre mir eure Hilfe wirklich, da wäre ich dankbar, wenn mir vielleicht der ein oder andere da helfen könnte, habe ich jetzt meine Kopfhörer, also meine In-Ear-Kopfhörer, die ich immer benutze, wenn ich halt aufnehme, die Apple-Kopfhörer sollten eigentlich alle von euch kennen wahrscheinlich, die habe ich jetzt momentan am PC angeschlossen, also quasi an meiner Soundkarte. Das ist eine... Boah, wie hieß denn die scheiß Soundkarte nochmal? Ich könnte das sogar gleich mal nachschauen. Der kommt jetzt auch noch angerannt. Auf jeden Fall habe ich versucht, das an meiner Soundkarte anzuschließen. Und es funktioniert auch alles tipptopp. Aber irgendwie, seitdem ich das gemacht habe, habe ich halt so eine Art Piepen die ganze Zeit. So ein vielleicht kennen die einen oder anderen das Problem. Die anderen denken jetzt, ich wäre wahrscheinlich behindert. Ist aber auch voll okay.
habe ich kein Problem mit, aber die Leute, die halt das Problem kennen, wissen auf jeden Fall, was ich meine. Und wenn ihr wisst, wie man das Ganze lösen kann, weil momentan höre ich den Sound eigentlich gar nicht oder halt sehr stark unterdrückt oder ich höre nur gewisse Sounds. Das ist mega komisch und ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, woran das liegt. Deswegen, wenn ihr wisst, wie man das eventuell beheben kann, dann wäre ich euch da unendlich dankbar bei. Aber bitte Leute, tut mir den Gefallen, falls ihr keine Ahnung habt, dann schreibt da nichts zu, da bin ich euch wirklich überhaupt nicht böse. Es ist halt nur doof, wenn man dann halt 1000 Antworten in den Kommentaren stehen hat und dann nicht weiß, was jetzt wirklich stimmt. Und da ist mir das lieber, wenn man einfach gar nichts dazu in die Kommentare schreibt, wenn man dann nicht viel Ahnung von hat. Das ist auch überhaupt gar nicht böse gemeint und ich weiß auch jeden Rat zu schätzen, aber man muss das irgendwo verstehen, wenn man dann mal so viele Kommentare hat und dann einige gar nicht wissen, was sie da hinschreiben. Und oh fuck, das könnte jetzt eine knappe Angelegenheit werden. Nein, ich werde sterben, Mann. Ja, und jetzt ist das halt folgendermaßen. Also ich höre die Sounds, wie gesagt, einfach nur mega schlecht. Und das ist ja irgendwie nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust, irgendwie ein Headset zu benutzen, weil mir ist das irgendwie, muss ich persönlich sagen, lieber, wenn ich einfach so in ihr Kopfhörer benutzen kann. Aber das kann ich ja momentan nur sehr, sehr eingeschränkt, weil die Sounds, die höre ich wirklich sehr, sehr krass gedämpft. Und das ist dann irgendwie ein bisschen beim Schneiden ist das mehr Raten als Schneiden. Das kann ich ja auf Dauer nicht machen. Deswegen, ich werde mir wirklich alle Kommentare durchlesen und bin da echt gespannt, ob da vielleicht eine Antwort dabei ist, die mir helfen könnte. Ich wäre euch auf jeden Fall dankbar. Falls das nicht irgendwie funktionieren sollte, ist das natürlich auch kein Problem. Die Welt wird nicht untergehen, aber ich verstehe nicht, woran das liegen kann, weil ich meine, letztendlich war es davor auch so, also bevor ich die Grafikkarte gewechselt habe in den Tower, dass ich da problemlos alles mit hören konnte. Also da hatte ich keine Probleme, deswegen mega komisch, aber naja, vielleicht können wir das ja irgendwie gemeinsam lösen und kann ich da runterschießen? Ah? Schaff ich das? Ne, wenn ich das schaffe, dann... Ne, schaffe ich nicht, aber egal. Zum Beispiel die Bogensound. Also ihr hört ja generell alle Sounds ganz normal. Aber bei mir haben sich die Bogensounds so angehört. Ja, als wären sie irgendwie mit einem Soundeffekt unterdrückt worden. So in Sony Vegas oder irgendeinem anderen Schnittprogramm. Kennt man vielleicht diesen unterdrückten Effekt. Ungefähr so hört sich das bei mir gerade an. Aber bei euch hört sich das natürlich ganz normal an. Oder der TNT-Sound hat sich jetzt ganz normal angehört. Ich weiß, es ist mega komisch, also wirklich. Aber okay, ich will jetzt nicht länger drüber reden, das ist auch unnötig. Und ihr seid wahrscheinlich auch schon abgefuckt davon, kann ich verstehen. Aber Leute, was ich auch noch ansprechen wollte, ist, eventuell hatte ich vor, so ein PC-Video mal wieder zu machen, ein bisschen alles zu zeigen und sowas. Ja, was ich jetzt in meinem PC genau verbaut habe, weil ich werde das schon recht oft gefragt. Und ja, wirklich ein Video habe ich dazu jetzt auch nicht gemacht. Und vielleicht habt ihr aber Bock drauf. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr ja gerne mal eine positive Bewertung da lassen, wenn ich so ein PC-Video machen soll. Und dann wird es auf jeden Fall mal irgendwann geben. Und ich muss sagen, mein alter PC, mein alter Tower sah wirklich aus wie so ein typischer Office-PC. Einfach so grau, weil den habe ich damals vor 3 Jahren gekauft, den Tower. Und da hätte man auch echt denken können, dass ich da den PC einfach nur für Office oder so benutze. Aber das war dann nicht so der Fall. Okay. Den muss ich jetzt unbedingt holen. Okay. Ja, der rennt da weg. Vielleicht kann ich ihn aber trotzdem noch bekommen. Ich spamme jetzt ein bisschen mit dem Bogen, weil er mir eh nur wegrennen wird. Ja. Einfach mit dem Bogen drauf da. Bam. Bam. Ah. Geht nochmal zurück. Okay, jetzt brennt er. Erschabichi. Ich cleane nicht, danke. Der war ein bisschen mad. Wenigstens nett. Warte mal, ich kann ihm sogar noch eine Hose geben. Hier. Die Hose! Hose! Okay, go! Oh, scheiße, der hat mir gut gegeben. Aber das wird sich zeigen. Das wird sich natürlich zeigen. Oh ja, doch, ich hab ihn jetzt aber auch gut getroffen. Oh, ja.
Komm, los, geht down! Alter, nice. Bam, das war aber ein knapper Kampf. GG. Leute, ich würde sagen, das war's dann auch schon vom Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr ein PC-Video sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Und wenn ihr die Problemlösung kennt, dann wäre ich euch auch dankbar, wenn ihr es in die Kommentare schreiben könntet. Also, bis dann und ciao!